Hey ho und herzlich willkommen hier zurück zu Assassin's Creed Origins. Ja, und wir müssen jetzt nach dort unten, was wir jetzt auch schön, während wir runterrutschen, auch tun. Ja. Assassin's Creed Origins. Wir müssen nämlich jetzt der Hyäne folgen. Ich glaube, da unten sehe ich sogar schon wieder Hyänen, oder sehe ich da jetzt gerade falsch? Hyänen. Khaliset muss da drin sein. Ich wollte gerade sagen. Ich sehe doch schon wieder Hyänen. Hm. Zack. Hallöchen. Was ist denn da passiert? Puck! Puck! Ne? Was ist los, hä? Ach komm. Ich gehe jetzt schon rein. Grabmal von Cherb. Du! Wer wagt es zu stören, wo die Stille sie ereilt hat? Ein Magi, der über viele Dünen lief, um dich zu finden. Versteck dich nur, Hyäne. Doch dieses Grab wird dich nicht schützen. Ich verlange, dass du aufhörst. Kehre jetzt um, dann verzeihe ich dir die Störung meines Friedens. Sie war aber eine Störung des Friedens. Doch jetzt nicht umkehren. Ah, zwei Wege. Erinnerung, du kannst dich durch ich enge Räume zwängen, ja. Ja, ich weiß. Genau, Siva war die. Diese Wand, die... wer weiß. Törichter Mensch, ich bin Isis, Bewahrerin der Magie. Hier leben die Götter und nicht du. Was für ein Spiel spielt sie hier? Gute Frage. Aber ich klaue ihr erstmal das Gold. Da geht's runter. Das kann eventuell sein, dass ich da sogar runter muss. Beziehungsweise hier kann ich nochmal was entnehmen. So. Ja. Ich würde hier ungern tot fallen. Hinfort! Osiris darf nicht gestört werden! Das hört sich komischerweise... Diese Barriere... Was soll sie schützen? Ketzer! Der Wachsame ist im Schlaf! Geh nicht weiter, sonst tränke ich diese trockenen Ebenen mit deinem Blut! Na dann, komm mal her. Wo bin ich hier? Ein Grab unter einem Grab? Versteckst du dich hier, Hyäne? Also auf jeden Fall kommt man hier bestimmt irgendwo vor runter. Oh, da ist irgendwas. Ah! Hallöchen. Hier sind diese Dingsteile. Huch. Welch grausamer Wahnsinn ist hier passiert?
Ein dunkler Ort mit einem Fenster zu den Göttern. Was für ein Ritual will sie durchführen? Gute Frage. Aber es macht mir hier ein paar Sorgen. Opfergaben für Osiris, den Beschützer der Toten. Ich wollte gerade sagen, ein bisschen Sorgen, dass sie, dass ich hier Pfeile kriege. Dann hier. Dieser Sarkophag ist mit den Zeichen der Mutterschaft verziert. Und überall diese seltsamen Symbole. Ja, gute Frage, ne? Khaliset hat diese Symbole gemalt. Wollte sie ihre Bedeutung verstehen? So, nebenbei? Mal kleine Lichtershow, ne? Ich meine mal, ich find's stylisch. Ah, Mann, arme Seele. Noch warm. Und dieses rituelle Messer. Das war eine Opfergabe. Oh. Ich glaube, ich weiß, welche dunklen Absichten Khaliset hier verfolgt hat. Khaliset hat ein Ritual begangen. Zuerst rief sie Osiris mit diesen Opfergaben an. Sie hat die Gefangene mit einem Messer geopfert. Und ihr Blut hat sie für irgendein dunkles Vorhaben aufgefangen. Sie hat versucht, aus diesen seltsamen Symbolen schlau zu werden. Sie muss sie in diesem Raum gefunden haben. Als sie die Symbole kannte, hat sie sie hier hineingeritzt. Und dann das Ritual mit einem letzten Gebet über dem Sarkophag vollendet. Khaliset scheint zu versuchen, einen Toten wieder zu erwecken. Aber wer liegt hier unten begraben? Will ich das jetzt wissen? Also erstmal hier. Neuübertragung. Segment 3. Zeitsynchronisierung läuft. Seit der großen Katastrophe sind 95 Tage vergangen. Der Bote spricht. Du fragst dich sicher, warum ich dich kontaktiere. Es steht geschrieben, weißt du, dass du kommst. In genau diese Kammer. Zu genau diesem Zeitpunkt. Die Wände erzählten deine Ankunft, als wir einst waren. Sieh sie dir an. Sind sie nicht faszinierend? Und wie diese Schlorachmildgand? Diese Wände erzählen eine tragische Geschichte. Eine Geschichte, die wir auf unsere Bauwerke und Artefakte schrieben. Eine Geschichte, die wir nicht ändern konnten. Ein Mysterium, das sich uns demonstrativ verwehrte. Wir versuchten es, unsere Wissenschaftler und Forscher, Poeten und Physiker, helle Köpfe, rebellische Herzen. Sie alle bemühten sich, etwas zu verändern. Sie, wir alle versagten. Keiner konnte ändern, was wir entdeckten, die Geschichten, die in die Wände dieser Räume geschrieben sind. Von wem, wussten wir nie. Wir wissen, dass sie von der Zukunft erzählen, die ist, der Zukunft, die war und der Zukunft, die noch kommt. Ja. Und hier schicke ich... Okay. Wir konnten keine Zeile verändern. Wir konnten keinen einzigen Punkt hinzufügen. Es war klar. Wir sollten bestenfalls Boden sein. Aber Boden für wen? Für dich. Wir haben die Fähigkeit, diese Geschichten zu lesen, aus deiner ursprünglichen Vorlage entfernt. Eine Tür, die gleichzeitig ein Rätsel ist. Ich muss die Lösung finden. Dies waren Brutus' Worte, als er das Gewölbe unter dem Kolosseum besuchte, vor mehr als 2000 Jahren. Er malte das Gewölbe, skizzierte es so gut er konnte, aber er konnte nichts sehen. Genauso blind wie du. Du liest vielleicht deine Uhr, wohl auch Sanduhren und Kalender. Doch du begreifst nichts, was über diese primitive Oberfläche hinausgeht. Derzeit übersiehst du noch die wahre Auslegung der Zeit. Und so geht heute der Vorhang auf und die Geschichte zeigt sich, tragisch und vollständig. Du liest diese Wände vielleicht nie.
Ereignisse spielen sich noch ab, wie sie geschrieben stehen. Doch etwas, irgendetwas muss sich verändern. Du verstehst nicht, was auf dem Spiel steht. Der Leser hat keine Macht. Er ist nur ein Beobachter. Doch der Autor. Der Autor erdenkt die Zukunft. Dem Autor gehört die Zukunft. Eine Zukunft, in der Tierschädel hätte vermieden werden. Eine Zukunft, in der ein geliebter Mensch durch Hinzufügen eines neuen Kapitels wiederbelebt werden kann. Eine Zukunft, in der die Menschheit mehr ist als heute. Eine Zukunft, in der wir vielleicht alle zusammen existieren können. Interessant. Sehr interessant. Wenn man bedenkt, hier so diese ganzen Bilder und so, das ist schon heftig. Vorhin sind alles so virtuelle, naja, Darstellungen in dem Sinne, so Hologramme. Das Wort hatte ich gesucht. Interessant. Aber ich kann nebenbei mal den Sarkophag öffnen. Und er ist... ein Kind. Ein Kind. Oh, Vorsicht. Feierabend. Mein Kind! Dein Kind ist tot? Ist es nicht. Sie ruht nur vorübergehend. Du hast ihre Wiedererweckung gestört. Und doch verbündest du dich mit dem Orden. Zerstörst das Grab. Ralicet! Sprich meinen Namen nicht aus. Deine Lippen sind meines Namens unwürdig, du, der sie entehrt hat. Ich bin eine gute Mutter. Hia! Du bist mir nicht gewachsen, Wüstensohn! Bist mir nicht gewachsen, Wüstensohn. Ist auch schön. Erstmal, ne? Fupp. Aber ich find's interessant. Weil an sich, ne? Diese ganze Nachricht hier, das ist mega interessant. So, hier ist auch... Na komm. Wenn... Warum schnauft der denn so? Meine Güte. Bin ich mir nicht hier? Achso. Achso, Riss durch Rücken. Ich dachte, das wäre so ein, wieder so ein Ding. Was wieder hier... Du bist nicht besser als all die anderen, die vor dir kamen. Ach, da oben ist er. Komm, kämpf, wenn du musst. Dein Blut wird bei der Auferweckung meiner Tochter helfen. Wo ist sie denn? Gott. Ich begrabe dich im Sand, du Narr! Okay. Ich muss ja eigentlich nur warten, bis das Ding aufhört zu brutzeln. Zack, zack. Zip. Yep. Yep, yep. Der Wind wird stärker. Nicht gut. Sie ist aus dem Dings geflohen. Nun zeige ich dir, was mit jenen geschieht, die das Grab meiner Tochter entweihen. Ja!
Okay. Da vorne ist sie. Versuchst das Unmögliche, Ralicet! Keine Magie der Welt kann unsere Kinder zurückbringen! Alter, kommt von der anderen Seite. Du besiegst mich nicht mehr, Jai! Komm und stell dich mir! Ja, dann... Nervt ich lasse doch. Besser den Mund zu. Wäre eine gute Idee. Nein, 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 nein! Hathor, schütze mich vor diesem Ketzer! Ich komme nur wegen dir, Hyäne. Die Götter haben nichts damit zu tun. Du bist in Esches Ruhestätte eingedrungen, Wüstensohn. Du hast die Götter selbst hineingezogen. Und nun teilst du das Schicksal aller anderen Eindringlinge. Den Tod durch meine Hand. Ah, Mann. Zack. 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 Meine Fresse. Zack. So. Komm her, du. Zack, zack. So, scheiß Hyäne. So, Tod bestätigen. Puh. Gott. Halleluja. Ist das nervig. Wandle ich nun unter den Toten? Ein gerechtes Ende. Du hast die Toten geschändet und den Mördern meines Sohnes geholfen. Alles aus reiner Selbstsucht. Nein. Das Kieselglas sammelte ich für sie. Es erweckt den magischen Stein derer, die vor uns kamen. Du hast ihn gesehen, oder? Nur die Sprache musste noch gelernt werden. Er ist nicht für uns bestimmt. Das macht nun keinen Unterschied mehr. Ich wollte meine Tochter beschützen, im Leben und im Tod. Ich habe versagt. Osiris! Führ uns wieder zusammen! Sie ist allein im Gefilde der Binsen! Muss ich auf ewig in der Duat verbleiben? Ich will nur meine Tochter zurück! Bitte! Oh mein Gott. Wenn man bedenkt, sie wollte nur mögest ihre... Mögest du deine Tochter im Jenseits finden, Ralicet. Möge der Fürst der Duat... Moment. Ah. Der Fürst der Duat gnädig sein oder so, irgendwie so. Okay. Ja, wenn man mal bedenkt, ne? Sowas ist schon hart. Ich meine mal, sie wollte nur ihre Tochter beschützen, beziehungsweise sie wollte ihre Tochter zu Leben wieder erwecken und hat im Nachhinein damit geholfen, Mördern von Kindern eigentlich hier, also sozusagen den Mördern unseres Sohnes halt, ja, geholfen, sozusagen. So,
aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein, wenn es denn hier weitergeht mit Assassin's Creed Origins und mir, eurem Magi Lewski-san.